So, dann machen wir mal bei den anderen beiden die Questlines. Oder wie man die Seelenmatrix. Oh nein, ein Tiki. Man macht hier schon quasi so auf schnell und trotzdem braucht man ewig irgendwie. Komm schon, ich mach das nicht mehr. Du kannst nicht einfach hier reinplatzen. Ich arbeite hier. Wag bloß nicht von Ash zu reden. Ich dachte, deine Sorte lässt sich nicht dazu herab, ehrliche Bürger zu erpressen. Naja, okay, ich hab's ja kapiert. Kannst du zur Hintertür kommen? Dann können wir reden. Also er hat versucht, ehrlich zu sein, aber es hat nicht so wirklich geklappt, scheinbar. Es sind hier jetzt quasi die Charakterquests, wo wir ein bisschen mehr über unsere Begleiter lernen. So. Hat ein bisschen was von Code Vein, aber oder von Scarlet Nexus. Oder von Quest Design. Ja. Dungeon Design ist halt eher so mickrig, ne? Hast halt ein paar Labyrinthgänge, wo du deine Dämonen absuchen musst für die Items. Oder für neue Dämonen halt. Währenddessen spawnen immer wieder hier die Viecher. By the way, Witch in 100 Nights installiert. So, gut. Solange du mir Zeit lässt, dass ich mit Persona 3 fertig werden kann, damit wir dann zusammen quasi Persona 4 spielen können. Aber ich frage mich immer noch, ob ich Persona 4 oder Persona 4 Golden spielen soll. Weil, Golden möchte ich ja auf 100% auf Vita machen. Weil ich dann quasi, das ist halt ein Grund, noch die Vita-Version anzumachen, finde ich. Das Problem vorwiegend ist, dass ich meinen HDMI-Splitter nicht bekommen habe und den brauche ich, um Vita TV zu spielen, glaube ich. Das ist ein bisschen schwierig dann. Sinnlose Gänge. Portal. Wieso müssen die immer genau an den Dingen dran stehen? Yoma-Sandalen. Oh, man kann es nur vorspulen, man kann es nicht abbrechen. Nee, Mana. So, ich dachte, weil du sagtest, dass du das installieren wolltest. Aber Galea dauert ja noch ein kleines bisschen anscheinend. Wissen wir, dass das finale Boss nicht so schlimm wird. Logo, das glaubst du selber nicht, dass er nicht schlimm wird. So, da haben wir Ash. Oder Ash. Du bist spät dran, also. Ich warte schon seit einer Viertelstunde. Oh, über Stunden trotzdem. Du hättest mir wenigstens Bescheid geben können. Jedenfalls dachte ich, wir könnten noch einkaufen, bevor wir nach Hause gehen. Unglaublich, oder? Wir können einfach unser Leben leben. Was ist denn los? Gehen wir, also. Naja, er versucht ehrlich zu leben. Freundin denkt auch, dass er ehrlich lebt.
Aber er kommt irgendwie nicht raus aus seiner unehrlichen Arbeit. Und hier, den hier brauche ich. Oh, Archangel sollen wir jagen. Okay. Ups. So, wir haben ein Item für uns oder Geld. Geklauter Chip. Okay, danke schön. Kommt halt jetzt drauf an, wie lange ich noch für Persona 3 brauche. Dass ich dann sagen kann, was ich da tatsächlich wirklich machen werde. Weil ich bin immer noch ein bisschen unzufrieden mit der Bildqualität von der PlayStation 2. Also, da habe ich schon Besseres im Netz gesehen, was die Leute aufgenommen haben von der originalen PS2. Da muss ich wohl noch irgendwie was mit Kabeln oder eventuell eine Mod oder irgendwas installieren. Da bin ich halt noch ein bisschen unzufrieden. So, den müssen wir besiegen. Den haben wir besiegt. Yay, Move Shuwu. Wow. Wie man aus Versehen in die Gegner rein kommt. Ich denke, am besten wäre es, wenn ich die Vita-Version direkt in der Golden-Version spiele. Man kann ja irgendwann aus Fun mal. Man kann aus Fun ja irgendwann mal die normale Nicht-Golden-Version spielen. Aber ich denke mal, die Golden wird schon lang genug dauern, ne? Wir raus, bald Feierabend. Alles klar, hab einen guten Nachhauseweg, Logo. Klassiker, Pyro, Jack und Jack Frost. どうだ、アッシュ。そろそろ2人暮らしにも慣れてきたかよ。新しい仕事に入って1週間だっけ?そっちの方には馴染めてんのか?うん。店長もいい人だし、うまくやっていけそうだよ。カフェで働くのなんて初めてだけど、客に喜んでもらえるのが新鮮でさ。こんな世界があったんだね。アッシュのウェイトレス姿。 すげえ似合うだろうな。いらっしゃいませとか言われてみて。私服にエプロンだよ、バカ。それよりあんたの方はどうなの?ぼちぼちってとこかな。けどよ、実は早くも転職考えてるんだ。昼飯をアッシュの店で食えるような立地の職場を探してるんだが、どっかいいとこ知らねえか? もう冗談ばっかり。たまには真面目なこと言えないの?そりゃ難しい。これでも子供の頃の夢はコメディアンだったからな。いや、なんなら今から目指したっていいのか。俺たちはもう自由なんだから。
Nanda? Saizo. Oretachi no ie da. Masaka. Phantom no tesaki ga yattan ja. Atashi no ashi nuke ga kini iranai tte renchu. Kitto ita darou shi. Ya, sore o iu nara. Ore o urandeiru samana no shiwaza darou. Mada chikaku ni iru kamoshirenai. Kuwashii koto wa honnin ni chokusetsu kikou. Ore wa ie no naka o shiraberu. Ashi wa shuui o sagutte kure. Uso tsuki. Ha? Saizo. Gomen. Yappari muri da yo. サマナーの運命からはきっと逃れられないんだ。アッシュ。短い間だったけど幸せだった。ありがとうね。 こうして俺たちの関係は始まって間もなく終わりを迎えたってわけだ。サマナーだった俺たちが逃れることのできない業とでも言うのかな。知りすぎてることが山ほどあるし、いつか踏みつけた連中が今度は仕返しにやってきたりもする。しがらみってやつだね。そうだな。アシは平凡な幸せを諦めて またサマナーの業に縛られちまった。結局俺たちは何も変えられなかったんだけど、お互い嫌いで別れたわけじゃないから、こうなんつうか胸にわだかまるものがあってな。聞いてて思ったんだけど、サイゾーが嫌なのってさ、サマナーであることじゃなくてファントムとヤタガラス絡みのいざこざなんじゃないの。 助けた相手の話とかってさっきから全然出てきてないし。だな。けど、これがまた厄介なことに避けては通れないいざこざなんだよ。あいつらの小競り合いから俺がリザヤを得てるのもまた事実だし。その立ち回り自体がちょっとずるくない？フリーなんだから他の組織と関係なくやっていけるはずでしょ？いやいや、簡単に言うなって。 この世界でサマナーをやっていくには仕方のないことなんだから、ファントムかヤタガラスのどちらかに組みするか、どっちにもいい顔してないといけないんだよ。長いものには巻かれとく基本中の基本だな。ダサいこと言ってるっていう自覚はあるよね。ありまくるぜ。超ダセ。サマナー始めた時はこんなつもりじゃなかったんだけどな。じゃあどんなつもりだったの。 So ist er also mit seiner Freundin weggekommen. Hier kommen wir nicht weiter, ne? Nope. So, was brauchen wir denn jetzt noch? Wir haben den Bereich fertig. Jetzt also einen Erzengel noch und drei Kristallkugeln noch.
Das ist irgendwie Ladies Kram. Das jetzt zum Beispiel, also die Geschichten sind okay. Aber Quests hier drin sind halt jetzt auch nicht so abwechslungsreich. Also man hat ja wohl dann genau die gleichen drei Typen von Quests, die man beim ersten Mal auch hatte. Also eine Sammelquest über die Dämonen, eine Tötungsquest und eine Quest mit einem etwas stärkeren Gegner drin. Das für jeden der Charaktere. Yay. Oh, ich brauche ich. So, so da. Tachihadakaru nara yōsha wa shinai. Müssen wir nur noch die Dämonen abfahren, quasi. Das Gute ist, dann müssen wir nicht mehr auf die random spawnenden Gegner achten, sondern nur noch auf die Leute, die hier rumstehen. Es ist auch relativ random, wo die stehen und was sie bringen, aber besser als halt rumzulaufen und zu hoffen, dass irgendwas random auftaucht. Weil hier hinten, die stehen halt alle schon irgendwo, ne? Der ist auch nicht den, den ich brauchte. Ich brauche hier Items und so. Oh, ich war noch drüben noch nicht. Können wir einfach mal lang gehen. Okay, ein Demo, aber... Genau, den haben wir dann auch schon. Verwinkelte Labyrinthe. Kombo. Kombo ist immer gut. Das ist auch ein Grund, um das Einzige, was man jetzt noch farmen kann, weil XP ist ja kein Thema wegen die DLC-Items. Das Einzige, was man machen kann, ist halt durch die Leute laufen hier und von jedem Dämonen die Items einsammeln, dass man dann Komp freischaltet. Also die ganzen Komp-Boni freischaltet, die es hier gibt. So zum Beispiel die Pirate-Jack war ein Goldener, die geben dann Geld-Items. Geld kriegt man auch ganz gut von den schwarzen Gegnern. Also ja... Es geht, ne? So. Ups, hier. Mann, ist das verwinkelt. Hier. Ah, da ist unser Item-Ding, das wir suchen. Yay.
damit haben wir die Quests hier in diesem Gebiet abgeschlossen. Dingo. Ich glaube, wir haben jetzt auch das Labyrinth hier komplett erkundet, was wir von dem, was wir freigeschaltet haben. So, hier irgendwas? Nope. Gut, dann gehen wir mal zu Milady in das Gebiet. Gucken wir an, was bei ihr so Neues passiert. Sehr schön, direkt ein Item. So. Quasi das gleiche wie in den anderen Gebieten auch. Bestimmte Monster jagen, ein besonderes Monster verjagen, Items sammeln und die Quest weiterführen. Also die Charakterquest. Die da drüben schon auf uns wartet. Bye bye ho. So, was hast du? So ist das Leben der Menschen. Tragisch, wunderschön, perfekt in seiner Vergänglichkeit, meinst du nicht? Ein Lichtpunkt, das bestimmt dazu bestimmt zu erlöschen. Wir haben so viel heute verloren, doch ihr Licht hat sich in meinen Augen eingebrannt und wird dort weiter leuchten. Das ist nur gerecht. Ihr Blut klebt an meinen Händen. Hätte ich sie besser geführt, wären sie noch am Leben. Ja. Das ist doch garantiert Dekamen gewesen. Oder eiserne Maske. Ich finde, die japanische Variante klingt natürlich mal wieder besser. Dekamen klingt halt wirklich so. Oder Dekamen. Klingt halt wirklich wie so ein wie von Power Rangers oder so. Items. So. Deswegen bin ich hier nochmal rumgegangen. Ja, schön die Sachen auch mitnehmen, damit man weiß, dass man da schon gewesen ist. Yay. Cloud Chips. Brauchen wir auch für Comp-Herstellung. Oder Upgrades, meine ich. Wenn ich hier irgendwas von den Viechern brauche, kann ich die auch dann irgendwann später noch farmen. Brauche ich hier jetzt nicht machen. Hier wollen wir die Quest, die Sidequest machen und die Story machen. Das ist so das Ziel. Und wenn ich dann live bin. Die Erfolge können wir uns genauer angucken, wenn wir das Spiel durchgespielt haben. Machen wir dann im New Game Plus oder sowas. So. Überall die Combo-Dinger hinzufügen, weil ich glaube, es gibt einen Erfolg für irgendwie Combo-Dinger. Ich weiß nicht, ob wir alle Fähigkeiten machen können. Deswegen machen wir die zuerst. やるか。覚悟はできてるよな。
強くなりすぎちまったか。ここまでほう。敵です。来ます。先手は仕留めなさい、アロー。やってやるさ。終わりだ。Auf die zu unseren normalen Pyrojacks dazugehören beim Zählen? Hoffentlich. Wir müssen weniger machen. Naja. Hey, tauchen auch gut auf. Schön mal aufsaugen, immer die richtigen. Item. Ich finde, die Messer haben sie schön gemacht. Die sieht halt wirklich so aus, wie sie aussehen sollte, finde ich. Ja, halt schön gewesen, wenn es irgendwie so eine DLC-Quest ausgeben wollen, wo man halt sehen kann, ich bin wieder zurückgekommen aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Yay, wir haben alle Pyrojacks. Nur noch Items sammeln. Und hier diesen besonderen Gegner finden. Wo auch immer der rumsteht. Da bin ich ja froh, dass sie bei Persona 3 Reloaded ein bisschen mehr Abwechslung in ihr Dungeon-Design gesteckt haben, weil das war ja auch bei Persona 3 mit Tartarus und jetzt auch mit den Urbis of Time ja so ein Problem, ne? Das sah nicht ähnlich aus wie hier jetzt gerade, überall das gleiche. Auch wenn man hier das ja ein bisschen verstehen kann, weil es ist halt... So Cyberspace-mäßig irgendwie, ne? So halt. Da ist ein Item. Kommen wir gerade nicht ran. Ein Portal. Da unten geht es nicht weiter. So, machen wir das einfach mal, dass wir uns ein bisschen ignorieren. Dann kommen wir vielleicht besser voran oder so. Scheint zu funktionieren. Okay, sehr lange scheint das halt auch nicht zu funktionieren. Oh. Guck mal an.
Das ist der RS. Was macht der denn hier? So, what? Und da haben wir RS nochmal besiegt. Feindliches Subjekt RS. So was kann man halt auch zum Beispiel mit einem Messer machen normalerweise. So, hi. So, ne? Nicht mehr lange, dann kommt das Ende und die Welt wird vor Licht überflutet. Und das wird zweifellos schön sein. Ja, ich weiß, aber es wäre gelogen zu sagen, ich will nichts daran ändern. Du weißt wirklich nicht, was ich meine? Ha, du bist ein schlauer Kerl. Du kommst schon drauf. Wahrscheinlich hat sie ihn halt gemocht, ne? Bist du so im Weg stehen hier? Ja, Item. Wie viel brauchen wir denn noch von den Dingern? Ah. Kampfkrieg, ich habe den letzten. Sehr schön. Bye bye ho. Bye bye ho. Portal und Sudori, da wartet ein Tengu auf uns, irgendeiner.街の明かりのもと繰り返される日々の営み世界は美しいねミレディ壊してしまうのにだからこそさやがて壊れてしまうのが分かっているからたまらなく悲しくて美しいんだ一段として気じゃないでもあなたが高ぶるのも無理はないわいよいよCKが本格的に始動するんだもんねああ待ち望んだよ焦がれていたと言ってもいいこの時のため時間も人材も費やしたファントム・ソサイティの幹部となり 仮面を被るようになってそして君という最高の懐刀を得た惜しむらくは大いなる存在の降臨に君と一緒に立ち会えないことだよそのことはもういいの
私は自らの体内にコベナントを宿している。あなたの計画のために命と共にコベナントを捧げることは定められた運命。あなたの手で終わりを迎えるその日を私は心待ちにしているの。ああ、美しいね。そして悲しいね。君も他には誰なのかしらね。レイブンのことは違う。あまりからかわないでくれよ。ごめんね。そうやって困ったあなたを見たかったの。うん。君は僕の記憶の中で生き続けるつもりかい？いいえ、死んで永遠になるわ。記憶の中でだってきっと人は生き続けられない。現に私は両親の顔すら覚えていないもの。それならあなたを愛したこの一瞬を、そしてあなたの手で死ぬその瞬間を強く焼き付けたいの。いつまでも消えないように。その後のあなたのことなんて知らないわ。とんだエゴイストだね、君は。お互い様でしょ。随分踏み込んでくるじゃない。ミレディの魂が私にこれを見ることを許可したんだよ。ま、そういうことにしておくわ。二人はこんな感じで過ごしてたんだね。ちょっと意外。どういうところが？うん、思ってたより雰囲気が柔らかいっていうか、なんて言うんだろう、こういう風に普通に話すなんて想像したことなかったから。話くらいするに決まってるでしょ。悪党といえど生活はあるし感情もあるのよ。対立していると向かい合っている一面しか見えなくなってしまいがちだけどね。ねえリンゴ、彼がどうして仮面をかぶってるのか教えてあげましょうか。そっちの方が秘密結社の幹部っぽいからよ。え？どういうこと？言葉通りの意味。彼にはファントムソサエティの幹部っていう役割があるでしょ。それに合わせた小道具を演出として身につけているだけなの。強いて言えば本音を隠せることが実際的な意味かしら。本当の彼は気弱で優しい人だから、いいカムフラージュになってるわ。気弱で優しい、あの鉄仮面が。私の人生は彼にコベナントを捧げることで、死ぬことで完成するはずだったの。今のビジョンを見た後でそれを言われるとさすがに申し訳なさを感じるね。不慮の事態だったとはいえ、断りもなくコベナントを回収しちゃって。まったくよと言いたいところだけど、もういいわ。もしコベナントを持ち続けていたとしても、もう私の望む輝きを見せることはないから。ん？だからもう気にしてたって仕方ないでしょってこと。今はただあの男に会うだけ。そっちの目標だったら心置きなく協力させてもらうよ。それにしても死ぬことが生きる目的になってるのってちょっと異常だよね。言うまでもないけど人間のありようとして矛盾してる。ええ、否定はしないわ。どうしてミレディは彼をそんなに？あの時の景色が
あまりにも綺麗だったから。あの時の景色、so, da haben wir ihr Ding gesehen. ところで、なるほど。Können wir wahrscheinlich auch nicht weiter. Genau. Quests haben wir, glaube ich, alle. Jupp. Aber reicht, wenn man einfach aufmacht. Man muss nicht bis unten hingehen. Super. Dann können wir hier raus. Ringo, was willst du? Sarah, Teil. Ringo, was willst du? Ringo, was willst du? Haben wir alles. Bis zum aktuellen Punkt.